Hey liebe Leute, ich begrüße euch zu einem Unboxing-Video. Ihr seht ja schon auf dem Karton, was hier drin ist. Eine Pimax, und zwar die Pimax 8KX. Das ist das Headset, was ich so gerne mal ausprobieren wollte und jetzt habe ich die Chance dazu. Pimax hat mir ein Testgerät geschickt und ich kann sie jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bin echt so glücklich darüber, weil ich zocke ja momentan mit der Pimax 5K Plus. Die habe ich hier. Die ist ja nun doch schon etwas älter. Und ja, die habe ich damals bei der Kickstarter-Kampagne gebackt. Und ja, seitdem ist das mein Headset. Und nun bin ich mal gespannt, um wie viel besser die Pimax 8KX ist. Aber ich habe jetzt genug geredet, ich will die jetzt endlich auspacken. Ich habe mich so gefreut, dass ich die bekommen habe. Und ja, jetzt ist der große Moment. Ich habe natürlich hier mein Messer, ne? Und ich muss auch hier ein bisschen vorsichtig machen, dass ich jetzt nichts beschädige. So, oioioi. Ja, das Auspacken will gelernt sein. Ey, das ist so spannend, ey, das ist so geil. Ich mag Unboxings total und vor allen Dingen, wenn man so eine coolen Sachen hier noch kriegt, ja. Aber man müsste die vielleicht mal aufkriegen, dann wäre das noch besser. Aber das ist ja jetzt ziemlich stramm zusammen. Aber ich will das nicht überstürzen, denn ich will nichts kaputt machen. Und außerdem wackelt der Tisch? Nee, ich wollte gerade sagen, dann wird das auch alles noch ein bisschen spannender hier für euch, wenn es länger dauert. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich bin echt... Oh, ja. Komm, geh auf. So, das habe ich schon mal. Ich habe ihn schon mal offen, den Karton. Jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass hier noch irgendwelche Zettel drin sind, wo meine Adresse draufsteht. Oh, das ist voll gut verpackt hier. Guck mal, man sieht noch nicht viel. So, das mal aufmachen. Und dann ziehe ich das jetzt mal hier einfach nach oben. Das ist schon gut verpackt. So, jetzt komm mal raus hier, meine liebe Pimax. Ha! Das habe ich schon mal. Den Karton mache ich weg. Aber ich bin total nervös. Ich bin echt nervös. Puh, ich kann es noch gar nicht glauben. Oh Mann. Oh Mann, ey. So. Dann mache ich die Folie ab. Und dann habe ich hier so ein Karton. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie der aufgeht. Ich glaube aber, dass ich das hier rausschieben muss. Ach, hier steht sogar noch was drauf. Pimax VR Modell 8KX. Das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. Ha, ja, das geht da ganz einfach. Das ist so gut. Wow. Guck mal hier. So ist sie eingepackt. Hier sind jetzt lose die Kopfhörer. Hier sind ja auch so mit dran. An der Pimax 5K Plus, also das Audio-Strap, das habe ich ja später zugeschickt bekommen. Das war aber auch in der Kickstarter-Kampagne mit dabei. Und die sehen ja auch so aus. Und jetzt... Ach, ich hole erstmal das hier raus, ne? Das ist das Beste zum Schluss. Pimax. Was haben wir denn hier drin? Ach, hier ist so ein kleines Reinigungstuch drin. Mache ich mal dazu. Und jetzt kommt der große Moment. Damals bei der 5K Plus, die kam ja ohne Audio-Strap.
Da waren ja nur die Gummibänder als Kopfhalterung dran. Und die Pimax hier, die hat ja jetzt schon das Audio-Strap. Hier sind die Kopfhörer. Das kommt dann noch hier drüber. Und hier ist jetzt natürlich das Kabel drin in diesem Karton. Da kann ich die dann an den PC anschließen. Oh, die sieht so gut aus. Wow. Guck mal, das Gehäuse, das ist lila. Und das fühlt sich auch ein bisschen anders an als das Gehäuse von der 5K Plus. Weil das war ja noch schwarz und das hat sich so nach leichtem Plastik angefühlt. Und das hier fühlt sich doch schon hochwertiger an. Und das ist, boah, das ist so geil. Guck mal, das ist voll die neue Pimax. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann die austesten. Das ist so gut. Das ist so gut. Was haben wir hier noch drin? Was ist das? Oh, ich bin total aufgeregt. Ne? Hier sind Schrauben. Hier habe ich kleine Schrauben. Ich will das jetzt gar nicht aufmachen. Was ist das? Das ist zu. Ich mache das dann in aller Ruhe, weil ich will jetzt hier nicht irgendwas aufreißen und dann brauche ich das vielleicht gar nicht. Ja, hier habe ich auch noch so ein Gesichtspolster. Das kann man austauschen. Und ich mache bei der einen hier. Das ist mir bei dem anderen Audio-Strap schon aufgefallen. Hier ist das durchgehend, diese Vertiefung. Und bei dem hier, was jetzt drin ist, nicht. Ich denke mal, das ist mehr hier auch für Brillenträger geeignet. Aber ich lasse das Ganze jetzt erstmal so. Werde die Pimax gleich an meinem PC anschließen. Und ich bin so gespannt drauf, wie sie so ist. Ich kenne mich ja mit Pimax aus, weil ich habe ja, wie gesagt, meine 5K Plus. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass die ja nichts anderes ist, bloß halt mit einem viel besseren Bild. Also ich lasse mich mal überraschen. Ihr werdet es natürlich auch erfahren, was ich von der 8KX halte. Ich werde damit zocken, sie testen und euch natürlich berichten. Wenn euch das Unboxing gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie mir die Pimax gefällt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr das nächste Video auch nicht verpasst. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und dann bye bye, bis zum nächsten Mal.